Herzlich willkommen mal in einer neuen Folge Business Talk mit Martina Hautter. Überlegen Sie auch, wie Sie Ihr Geld anlegen können. Fragen Sie sich auch bei dieser Niedrigzinspolitik, wo kann die Reise hingehen, und haben Sie schon mal überlegt, in fremden Ländern vielleicht mal zu investieren? Ich habe mir heute einen Spezialisten an die Seite geholt, um mal zu fragen, wie könnte das gehen, wenn ich mutig bin, in fremden Länder zu investieren, vielleicht in Südamerika. Keine Sorge, wir werden Sie aufklären. Und an meiner Seite ist heute Abend Carsten V., Agrarinvestor, darf ich sagen. Herzlich willkommen bei unserem Business Talk. Ja, vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein, auch endlich mal wieder im schönen Frankfurt sein zu dürfen. Ja, und ich bin sehr gespannt. Sie sind im Bereich der Agrarinvestitionen tätig, als Agrarinvestor schon viele, viele Jahre. Und da ist das Land Paraguay ein Zauberwort, was ich mit Ihnen verbinden kann. Wenn wir aber als erstes mal bei unserer Sendung Wege zum Erfolg über Erfolg sprechen, wie würden Sie Erfolg für sich definieren, lieber Herr V.? Also ich würde denken, für mich persönlich, man ist so erfolgreich, wie zufrieden man ist. Überrascht Sie jetzt vielleicht ein Finanzinvestor, dass der nicht gleich von Geld und Reichtümern anfängt. Aber ich denke, das ist die Formel, die für mich Gültigkeit hat. Wenn ich aufwache und denke, Mensch, was ich tue, das ist eigentlich so ganz in Ordnung. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe und was ich tue. Das ist Erfolg. Wenn wir uns vorstellen, dass Sie das tun, was Sie erfüllt oder Sie zufriedenstellt, wenn wir es auf der beruflichen Ebene sehen, was ist dann so das Bild, ne, Erfolg zu haben oder Zufriedenheit zu gewinnen? So würden Sie es ja definieren. Im Geschäftsleben ist ja, gut, da ist es dann relativ leicht. Je mehr ich verdiene, desto erfolgreicher bin ich. Das ist ja so auch so die durchschnittliche Vorstellung, würde ich mal denken. Für uns, wir nehmen uns bestimmte Projekte vor, wir als Firma, als Gesellschaft, wenn die dann umgesetzt werden, vielleicht sogar besser laufen, als man sich das vorher irgendwie vorgestellt hat, dann fühlt man sich natürlich wirtschaftlich, geschäftlich erfolgreich. Wenn ich mir überlege, dass ich sage, okay, in Deutschland zu investieren ist so eine Sache, aber wir Deutschen sind ja so ein bisschen auf Sicherheit bedacht, dann höre ich eher so den Gedanken, wenn ich in ein anderes Land gehe, wie ist das? Was ist so Paraguay? Was ist Paraguay? Einfach mal als Idee, als Investition, ist das ein Gebiet? Ja, also Paraguay als Land, eingeschlossen von Brasilien und Argentinien, das sind vielleicht auch die Länder, die man in Südamerika ja eher kennt, sei es vom Fußball oder von der Urlaubsreise. Paraguay kennen sehr wenige Leute oder wissen genau, wo es liegt. Es liegt genau im Herzen Südamerikas, ist ungefähr so groß wie Deutschland und Österreich zusammen, hat allerdings nur so knapp 7 Millionen Einwohner. Es ist ein Agrarland, sehr konservativ eingestellt, provinziell sehr behäbig, in vielerlei Hinsicht sehr grün, ungefähr doppelt so viel Regen wie in Deutschland. Man spricht Spanisch, das ist vielleicht der erste große Unterschied. Sie sagen, wenn man geht in ein anderes Land, dann ist die erste Hürde natürlich die Sprache, die Landessprache. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, die Mentalität zu verstehen. Es ist eine andere Mentalität, aber Sie sind ja auch nicht wirklich in Paraguay geboren. Wie kommt man auf die Idee oder was zieht einen plötzlich in das Land nach Südamerika? Was ist da die Geschichte, dass man in so einem Land plötzlich aktiv wird? Wir haben uns das einfach mal angeschaut, waren begeistert von der Freundlichkeit der Leute, auch von dem Geschäftspotenzial, was man in einem Entwicklungsland eben ganz einfach vorfindet. Und so ging das mal los. Ich habe dann ganz normal in Mannheim Betriebswirtschaft studiert, bin auch damals noch gar nicht auf die Idee gekommen, dann in Paraguay mal wohnen zu wollen. Hatte dann nach der Uni die Entscheidung getroffen, ich könnte mal ein Jahr nach Paraguay gehen, Spanisch lernen, vielleicht mich auch ein bisschen da vor Ort mal umschauen. Ja, und bin erst 15 Jahre später überhaupt wieder mal nach Deutschland gekommen. Man sagt, in Paraguay gehen die Uhren anders, aber man fühlt sich da einfach wohl, man lebt da gerne, man will wirklich nicht mehr weg. Okay, das ist aber auch ein Land, was gerade im Trend ist, kriege ich so mit, dass viele das Land sehen in Deutschland, also sozusagen auswandern. Es hat, glaube ich, auch ein paar Steuervorteile. Aber die Sache ist, es wird ein interessantes Land. Was sind so die interessantesten Aspekte, dass man sagt, Paraguay als Investition, aber vielleicht auch zum Leben? Das Geld ist viel mehr wert, was ich habe, ganz egal, wie viel ich habe. Es ist in jedem Fall in Paraguay mehr wert. Man muss sich ungefähr vorstellen, jeder Euro, den ich habe, der ist in Paraguay 5-mal so viel wert. Ich lebe da sehr entspannt. Es gibt viele Deutsche bereits oder deutschsprachige. Es gibt sowohl deutschsprachige Mennoniten, weiß nicht, ob das ein Begriff ist, aber jedenfalls gibt es die da. Es gibt sehr viele deutsche Auswanderer. Es gibt deutsche Restaurants, deutsche Bars. Es wird ein Oktoberfest gefeiert. Also man ist da zwar in einem anderen Land, aber man ist nicht ganz so weit entfernt. Deutsch ist die zweitmeist gesprochene Fremdsprache in dem Land. Das überrascht wahrscheinlich auch vielleicht viele. Ja. Und dementsprechend zieht es immer mehr Leute an. Sie sagen Steuern, der Höchststeuersatz in Paraguay ist 10%. Das ist natürlich ein Vorteil, aber ich glaube nicht, dass jemand aus steuerlichen Gründen nach Paraguay geht. Das mag eine Komponente sein, das, was immer ich dann verdiene,
ich in Paraguay eben nur mit 10% zu versteuern habe. Wobei Paraguay ein Territorialsteuersystem hat, das heißt, ich versteuere auch nur mein Inlandseinkommen. Deshalb ist das Land auch sehr beliebt bei Leuten, die aus dem Ausland ein passives Einkommen bekommen. Wenn ich in München in einer kleinen Eigentumswohnung wohne oder in einer Mietwohnung in Paraguay, habe ich ein schönes Haus mit Pool, mit Hausmädchen, mit Chauffeur, mit Gärtner, naja, dann ist es vielleicht nicht so weit hergeholt, da auch dann zu wohnen. Wenn wir jetzt mal jetzt haben wir das Land so ein bisschen erobert, ein bisschen von Ihnen kennengelernt, um zu sagen, was ist das überhaupt, ne? Wirklich, wo liegt das eigentlich auf der Landkarte, sag ich mal, oder Weltkarte? Wenn wir jetzt in die Investition gehen, in die Möglichkeit, was sind so die Dinge, wo man investiert in Paraguay? Was viele Leute wahrscheinlich nicht auf der Karte haben, Paraguay ist in den Top 10 von wahnsinnig vielen Produkten, die es exportiert. Es ist der drittgrößte Soja-Exporteur, der fünftgrößte Rindfleischexporteur der Welt, einer der größten Weizen-Mais-Exporteure, Reis, Stevia, der natürliche Süßstoff, der kommt ursprünglich sogar aus Paraguay. Das ist ein Agrarland und das ist es auch. Das heißt, wenn ich in einem Land wie Paraguay investieren möchte und mich da betätigen möchte, würde ich darauf abzielen, da zu investieren, was die Leute können, sprich Agrarwirtschaft. Das ist seit Generationen ein Agrarland. Das können die Leute, wenn ich jetzt sage, ich möchte Computerchips herstellen oder in sowas investieren, dann gehen Sie bitte nicht nach Paraguay. Das können die nicht, da sind die nicht drauf vorbereitet. Aber Agrarwirtschaft, das ist in Paraguay, was Ihnen Rendite bringt, was Gewinn macht, was auch mit Sicherheit betrieben werden kann. Was ist denn die größte Gefahr, ne? So, also es gibt Bakterien, es gibt irgendwelche Tiere, es gibt vielleicht Wasser oder es ist das Wachstum ist plötzlich nicht so stark, könnte ja auch passieren. Wie kann ich mich davor schützen? Denn wenn ich investiere, möchte ich auch so ein bisschen Planungssicherheit haben, dass da was raus wird. Ja, natürlich. Also jede Plantage hat normalerweise eine externe Plantagenversicherung, sprich so die üblichen Geschichten, Überschwemmungen, Hagel, auch Schädlinge oder auch andere Sachen. Feuer ist ein wichtiges Thema tatsächlich in Paraguay. Dann ist sowas zunächst mal extern einfach versichert, ganz normal, wie man eben sich so eine Versicherung vorstellt. Trotzdem ist es aber auch so, dass die Gefahr relativ gering ist. Das höchste Prozentsatz sicherlich ist Feuer. Alles andere gibt es zwar. Selbstverständlich können Schädlinge mein Wachstum von einer Plantage reduzieren. Wenn es vielleicht zu viel regnet, dann wächst der Baum nicht so stark wie mit ein bisschen weniger Regen. Landwirtschaft ist sicherlich keine vorhersehbare Wissenschaft wie andere Sachen. Trotzdem denke ich, dass die Chancen auf jeden Fall die Risiken überwiegen. Deshalb machen wir das ja selber und auch viele unserer Kunden natürlich. Was würden Sie sehen, was ist der Vorteil, wenn ich heute in Agrar investiere? Also der eine sagt, mach Immobilien, der andere sagt, macht Aktien. Wo ist der Vorteil, wenn ich in Agrar investiere? Also erstmal essen und trinken müssen die Leute immer. Das heißt, wenn ich in Agrarwirtschaft investiere, habe ich automatisch die Weltbevölkerung als meine Kundschaft. Eine stark wachsende Weltbevölkerung sagt mir gleichzeitig, dass meine Nachfrage auch extrem wächst, ohne dass ich als Anbieter irgendwas anders machen muss. Gleichzeitig sind Agrarflächen weltweit begrenzt und schrumpfen sogar. Einfach deshalb, weil sich Städte ausdehnen, die dehnen sich aus, weil die Weltbevölkerung wächst. Das heißt, ich habe eine begrenzte Fläche, ich habe begrenzte Möglichkeiten, was herzustellen. Die Weltbevölkerung wächst und für uns ist es halt einfach die Entscheidung gewesen, von der Immobilie überzugehen, in den verstärkten Fokus auf Agrarinvestitionen zu verschieben, weil wir uns gesagt haben, wir stellen Nahrungsmittel her, weltweit können wir die verkaufen. Wir verkaufen die meisten tatsächlich im Inland, aber wir könnten nach Hongkong, nach China, nach Deutschland, nach den USA hin verkaufen. Und das hat uns erstmal sehr, sehr interessiert und uns erstmal selber überzeugt, wir als Firma, auch als Familie, in sowas zu investieren. Ich denke, ein großer Aspekt ist auch nicht nur, dass ich Essen und Trinken versorge, was so das, was jeder Mensch braucht und wo ich einfach auch sage, das ist, wenn es gut erwirtschaftet wird und gesund erwirtschaftet wird, möchte ich das gerne fördern. Aber es ist ja dieser Aspekt immer der Nachhaltigkeit, ne? Emissionen runterfahren, weniger Belastung für die Umwelt, Arbeitsplätze schaffen. Wie sieht es aus, wenn ich im Bereich Agrarinvest einsteige? Werden solche Aspekte befriedigt, sage ich mal, für den Investor? Ja, ich sage mal, gerade der Bereich Umwelt war für uns sogar auch ein sehr wichtiges Thema. Wir stellen hauptsächlich Orangen her, dann auch Zitronen, Limonen, Mandarinen, aber hauptsächlich Orangen. Und wenn man heute in Paraguay schaut, 85% der im Supermarkt verkauften Orangen kommen aus Argentinien, müssen importiert werden, weil einfach die lokale Produktion kann mit der extremen Nachfrage nicht Schritt halten. Das
Das heißt, Orangen, die im Supermarkt verkauft werden, werden Tausende von Kilometern per Lkw hergefahren. Wenn Sie sich vorstellen, was da dann an Emissionen rausgeht, alleine dadurch, dass wir lokal herstellen und lokal Supermärkte mit unseren Produkten beliefern, alleine dadurch leisten wir schon mal einen Beitrag zur Emissionsreduzierung, weil einfach, sprich, der Lkw nicht mehr losfahren muss. Wir sind so nah an unseren Märkten dran, dass wir mit dem Handkarren unsere Sachen verkaufen könnten, wenn wir es denn wollten. Gleichzeitig, wir pflanzen Bäume, sind zwar nur in Anführungszeichen Orangenbäume, aber es sind immerhin Bäume. Wir stellen Bienenkästen auf, um die Zitrusproduktion zu unterstützen. Das ist, glaube ich, auch weltweit immer mehr ein Thema, Bienensterben, Bienen zu fördern. Von daher, aus Umweltsicht sind wir sicherlich auf der besseren Seite. Wir sind vielleicht kein typisches Bio-Unternehmen, was man ja immer so schön zitiert, aber wir sind sehr nah dran. Auf der anderen Seite, Sie sagten Arbeitsplätze, wenn ich in Plantagen investiere, wir haben festbeschäftigte Mitarbeiter, keine Saisonarbeiter, weil wir ganzjährig ernten, das ist dann der biologische Aspekt wieder. Und Sie haben in Paraguay in der Landbevölkerung meistens nur ein Einkommen, dafür aber sehr große Familien. 70% der Paraguayer sind unter 35 Jahre alt, das heißt, die paraguayische Familie hat gerne viele Kinder. Das heißt, das Bevölkerungswachstum ist auch entsprechend. Wenn Sie jemanden festbeschäftigt auf Ihrer Plantage haben, dann wissen Sie, Sie haben für eine ganze Familie das Einkommen gesichert. Und das fühlt sich gut an, muss ich sagen. Ja. Wenn man dann durch die Stadt fährt, die an der nächsten Plantage dann ist, und man sieht seine Mitarbeiter auch in der Freizeit mit einem von uns, einem Firmen-T-Shirt, wo unser Firmenlogo drauf ist, und die sind ganz stolz, dass sie das anhaben, da fühlt man sich gut. Und dann kommen wir wieder zurück zur Zufriedenheit, dann fühlt man sich erfolgreich. Was ist der Mensch, der Typus? Investor für Agrar. Also was ist das für ein Mensch, der so, für den es wirklich was sein kann? Mhm. So ein Prototypen basteln wir jetzt also mal. Wir haben ja zunächst erstmal selber in alles investiert, was wir da so in Paraguay machen, und sind dann irgendwann tatsächlich von anderen draufgebracht worden, warum öffnet ihr das nicht auch für andere Investoren, für dritte Anleger? Haben das dann tatsächlich umgesetzt, haben das angeboten am Markt und waren überrascht, wie viele Leute das dann im Endeffekt tatsächlich interessiert hat. Und ich glaube, wir können wirklich sagen wir Prototypen dazu, aber zwei Kategorien. Ja. Wir haben auf der einen Seite den eher wirklich kühl rechnenden, professionell denkenden Investor, der einfach sagt, gut, bei euch, bei gegebenem Risiko und gegebener Erfahrung der Leute, wenn ich mir mal so ein Profil vorstelle, dann verdiene ich bei euch mehr als woanders. Ganz einfach, weil alles andere interessiert die Leute nicht. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich, ich sag mal, den viel zitierten Otto-Normalverbraucher, der sich sagt, Mensch, Sparbuch ist nicht mehr und Deutschland, Europa, ist das denn überhaupt alles noch so sicher, wie wir mal gedacht haben? Die kommen auch zu uns und sagen, naja, also ich kann zwar nicht viel investieren, aber das, was ich habe, würde ich gern mal in was ganz Spannendes, Neues, vielleicht Exotisches, wobei es ist nur exotisch in Deutschland. In Südamerika würde kein Mensch denken, dass eine Orangenplantage oder eine Zitronenplantage oder eine Rinderzucht, dass das was Exotisches ist. Da drüben ist es das langweiligste Investment, was man sich vorstellen kann. Tatsächlich, diese zwei Prototypen haben wir wirklich und man kann dann immer schauen, der gehört dazu, der gehört dazu. Die Gespräche sind dann natürlich auch anders. Der Profi-Investor, der dann eher auf Zahlen, auf Quotienten, auf Index, auf was er auch immer abstellt. Und der, ich sag mal, eher Normalverbraucher, der sagt, naja, ich bin jetzt kein Profi-Investor, aber ich würde sowas gerne mal machen. Natürlich will er auch seine Rendite haben. Der sagt natürlich auch, was verdiene ich bei euch und was verdiene ich woanders. Aber vielleicht ist das Gespräch ist dann eher herzlicher vielleicht, ohne das jetzt wertend, aber einfach, ich sag mal, es geht um andere Aspekte nochmal. Genau, der eine will Zahlen, Daten, Fakten, der andere will ein bisschen Herz und Sicherheit gewinnen, genau, und sagen, okay, da fühle ich mich wohl, das verstehe ich. Jetzt stelle ich mir vor, kaufe ich jetzt einen Orangenbaum, lieber Herr Pfau, oder was kaufe ich da? Oder wo investiere ich hinein, wenn ich jetzt daran denke, Paraguay Agrarinvest, was erwerbe ich da? Ja, wir haben das ja so umgesetzt, dass wir gesagt haben, Leute würden gerne Land kaufen, Landbesitzer sein, das hatten wir auch vorher schon. Wir haben vorher auch schon Agrarland vermarktet, einfach ohne selber damit was anfangen zu wollen, einfach verkauft. Haben dann versucht, das zusammenzufügen, einmal unsere tatsächlich aktiv gemanagten, betriebenen Betriebe mit dem Wunsch von vielen Leuten aus Deutschland, USA, auch Asien in letzter Zeit sehr häufig gerne Land zu erwerben, Landbesitzer zu sein. Und das zu kombinieren, das war unser Anliegen, das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Das ist so der Kern unseres Angebots. Man kauft sich ein Stück Land, das Teil unserer Plantagen ist, wird von uns mit bewirtschaftet, mit gemanagt. Und was immer dann da erwirtschaftet wird, bekomme ich als Landeigentümer. Wir sind quasi verlängerter Arm, Dienstleister, wenn man so möchte.
Also ich stelle mir jetzt wirklich vor, wenn ich investieren wollte, kaufe ich ein Stück Land. Das ist mein Stück Land. So ist es. Auf einem größeren Stück Land, ja, was Sie erworben haben. Das wird eingeteilt in kleine Kuchenstücke, sage, ja, ich jetzt mal. Und darauf wird gepflanzt. Ja. Jetzt ist ja immer die Frage, wann kommt das erste Geld? Ne? Wann, ja. Ich habe jetzt Geld reingepackt, wann kommt das Geld raus? Sind da schon Bäume drauf? Mhm. Werden die erst gerade frisch gepflanzt? Sind das noch kleine Pflänzchen? Muss ich die erst großziehen oder... Ja, also Sie müssen sie natürlich nicht großziehen, wir tun das für Sie und ich auch nicht, sondern Leute, genau, die das wirklich gut können. Ja, es ist so, wir kaufen Landflächen relativ groß, wir haben gerade 300 Hektar gekauft, das ist ein Hektar 10.000 Quadratmeter, das ist eine relativ schöne stattliche Fläche, die wird aufgeteilt in kleinere Untertitel sozusagen, kleinere Grundstücke. Und dann werden Bäume bestellt tatsächlich, die werden per Setzling, per Hybrid-Setzling erstellt, die werden durch Veredelung aus der Einwurzel und der Sorte, die man dann haben will. Das ist ein bisschen längeres Thema. Das dauert in der Regel 3 bis 4 Jahre, bis der Baum so groß ist, dass er genügend Früchte herstellt, produziert, um sie zu vermarkten. Früchte hat man schon im ersten Jahr, aber die reichen nicht aus, um damit wirklich irgendwas Sinnvolles machen zu können. Das kommt dann darauf an, Zitronen, Limonen, die sind relativ schnell, die bieten einem schon nach 2 bis 3 Jahren stattliche Erträge. Orangen, Mandarinen brauchen ein bisschen länger. Von der Pflanze her sind zwar alles Zitrusbäume, aber die brauchen halt ein bisschen länger, bis sie genügend Menge tatsächlich hervorbringen. Und wenn Sie Landbesitzer sind, dann gehört Ihnen halt eine bestimmte Anzahl an Bäumen. Bei Orangen sind es so viel, bei Zitronen sind es so viel, bei Paprika ist es dann so viel, je nachdem. Und was immer daraus geerntet wird, kriegen Sie von uns einen Rechenschaftsbericht. Und was immer der Gewinn dieser Operation ist, ist dann Ihrs. Jetzt haben wir gerade so den Aspekt zusammengefasst, was bräuchte so der Emotionalinvestor, habe ich gerade mal, so nenne ich es mal so. Wenn ich mir aber jetzt vorstelle, so einen datenzahlten Faktenmensch, der sagt ja auch, okay, was ist eigentlich zu beachten, was sind die wichtigsten Aspekte, die ich abgewickelt haben muss, um sicher zu sein, in Paraguay investiere ich oder gehe in die Agrarinvestitionen? Der Zahleninvestor ist tendenziell auch der vielleicht dann größere Summen investiert, der natürlich ganz andere Fragen vielleicht hat oder andere Sorgen hat. Der fragt vielleicht in erster Linie, naja, also das, was Sie da anbieten, wie wahrscheinlich ist das, dass das wirklich auch eintritt? Das heißt, zum Beispiel haben Sie Abnehmer. An wen verkaufen Sie eigentlich? Dann ist das schon mal gleich ein erster Punkt. Haben wir eine Abnahmegarantie oder haben wir potenzielle Abnehmer? Dann kommen Fragen, ja, wie ist denn das politische Risiko? Kann es sein, dass die Kostenvorteile, die Paraguay heute hat, Paraguay ist heute kostengünstiger als alle anderen Länder, zum Beispiel 60% Kostenvorteil zum Nachbarn Brasilien, größten Orangenhersteller der Welt. Wie wahrscheinlich ist, dass in der Zukunft Lohnerhöhungen zum Beispiel diese tollen Zahlen runter korrigieren? Kann es sein, dass Steuererhöhungen kommen, dass sich Land, Strom, andere Preise massiv erhöhen? Das sind dann Fragen, die sehr wichtig sind. Ein Profi-Investor wird immer ein Investment im Verhältnis zum Risiko sehen. Er wird nie einfach nur Renditezahlen miteinander vergleichen, sondern wird immer das Verhältnis Risiko-Ertragsaussicht herstellen und wird dann eben auch die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist denn, dass sich das verwirklicht, was Sie da vorstellen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe so eine Landparzelle, da stehen jetzt Orangenbäumchen, Zitronenbäumchen oder Paprikabäume drauf, da habe ich ja nicht, wir haben gerade schon gesagt, die müssen erstmal wachsen, bis da eine Ernte entsteht. Wie viele Jahre ist der Investitionsrahmen? Ne? Sie haben gesagt, bei den Datenzahlen, Datenfaktor, Menschen sagen die, okay, Risiko zur Laufzeit, würde ich jetzt mal so übersetzen. Interessant wird es tatsächlich, je nachdem, bei Zitronen, Limonen ist es schon so, dass man nach 2 Jahren eigentlich schon anfängt, ordentliche Beträge zurückzubekommen. Bei Orangen, Mandarinen dauert es ein bisschen länger, weil es eben auch einfach andere Bäume nochmal sind, die müssen nochmal ein bisschen größer werden, um sinnvolle Menge abzuwerfen. Aber dann dauert es, sage ich mal, 25 oder im Einzelfall 30 Jahre, bis ich neu pflanzen muss. Und das interessiert natürlich auch den Profi-Investor, der sagt, na gut, ich muss einmal investieren, dann nie wieder. Ich muss zwar 2 bis 4, vielleicht 4 Jahre warten, aber dann habe ich für relativ lange Zeit ein recht gutes Auskommen. Ob ich jetzt Profi bin oder einfach aus emotionalen Gründen vielleicht in sowas investiere, ich habe für sehr lange Zeit ein recht stattliches Auskommen aus einer einzigen Investition. Das interessiert auch viele Leute. Lieber Herr V., jetzt stelle ich mir so gerade vor, ich habe ein Land gekauft in Paraguay.
Da stehen jetzt die Bäumchen drauf, die Orangenbäumchen, die wachsen und gedeihen. Und Sie haben vorhin gesagt, das kann so 25 bis 30 Jahre dauern. Die Zeit ist rum. Ich habe ein gewisses Alter erreicht. Was nun? Was ist so die Form, wie Investoren dann mit ihren Grundstücken umgehen oder was entwickelt sich dann weiter? Ja, das ist eben das Schöne, wenn man in Land investiert, in Farmland, in Grundstücke, in Landbesitz. Das Land gehört einem. Es ist mein Eigentum, wer auch immer, der Eigentum des Investors. Und es fällt an niemanden zurück. Es gehört einem und man kann dann damit tun, was immer man meint, tun zu müssen. Ich stelle mir das jetzt mal ganz verrückt vor. Nach 35 Jahren ist so eine Orangenparzelle, ne, also ein großes Land, und einer fängt jetzt an, ein Haus zu bauen. Das kann ja jetzt auch nicht im Sinne des Erfinders sein, wenn er seine Fahrwege dahin, was auch immer man dann bedenken müsste, oder? Wenn wir Land parzellieren, das ist nicht nur bei uns, das ist auch bei anderen so, gesetzlich in Paraguay muss Zuwegung und der Anschluss an Strom und Wasser immer gewährleistet sein. Und jetzt sagen Sie ganz richtig, wenn ich eine große Plantage habe mit vielen, vielen Eigentümern und jedem gehören ein paar Landparzellen da drauf, der eine sagt, ich baue jetzt mir ein Haus oder ich mache meinen eigenen kleinen Bauernhof, der nächste sagt, ich hätte aber gerne wieder Zitrusbäume, dann können Sie das Ganze natürlich nicht mehr als eine Plantage betreiben. Das ist aber schwer zu lösen. Auf der einen Seite, Sie wollen Landeigentümer, Landbesitzer sein. Wenn ich Ihnen dann aber sage, Sie müssen auf die nächsten paar hundert Jahre mit uns arbeiten, dann sind Sie ja de facto gar kein Landbesitzer mehr. Also es muss irgendwo die Schnittstelle geben, wo man sagt, eine gewisse Zeit sind wir Ihr Partner. Andere Firmen machen das ganz ähnlich übrigens. Und danach sind Sie der Landeigentümer und machen damit, was immer Sie für richtig halten. Wenn ich mir jetzt wirklich Gedanken mache, ich würde gerne in Paraguay investieren. Was sind die Kriterien, über die ich nachdenken sollte, den richtigen Partner zu finden? Was wären so Ihre Tipps aus Ihrer jahrelangen Erfahrung in dem Land auch? Ja, also zunächst mal ein ganz wichtiger Tipp ist immer zu diversifizieren. Bloß nicht immer alles Kapital einem Anbieter zu geben oder in ein Projekt zu investieren, sondern grundsätzlich, je diversifizierter ich als Investor bin, desto besser, desto erfolgreicher und desto risikoloser investiere ich. Dann sollte ich immer, wenn ich in einem Land wie Paraguay investiere, in den Agrarbereich gehen. Man kann natürlich auch in Immobilien investieren, aber immer das zu tun, was ein Land gut kann, wo es viel Erfahrung mit hat, wo das Land sich irgendwo auch in der Vergangenheit schon hervorgetan hat. Und sollte mir dann vielleicht 2, 3, 4 Anbieter raussuchen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren, und mein Kapital, mein Investment diversifizieren. Liebe Zuschauer, ich hoffe, wir haben Ihnen heute Geschmack machen können, vielleicht in Essen und Trinken mal mehr zu investieren, vielleicht auch in südliche Länder zu reisen und dort zu schauen, wo die Kompetenzen von anderen liegen und dort einfach mal zu schauen, was steckt da für Sie drin. Wir haben festgestellt, dass es emotionale Herzensanleger gibt, die für Nachhaltigkeit schauen und wie die Kraft in dem Land sich wirklich entwickeln kann, aber auch die Daten und Fakten sind wichtig. Beides sind Aspekte, die wir in der heutigen Zeit für Nachhaltigkeit sicherlich beachten sollten. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, darüber nachzudenken, was Investitionen in Agrar für Sie bedeuten kann. Mein Name ist Martina Hauter und das war wieder der Business Talk Wege zum Erfolg. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Wege zum Erfolg. Und wenn Sie jemand sind, der ein spannendes Thema hat, Dienstleister, Investor oder Solopreneur sind, dann haben Sie vielleicht demnächst Lust, an unserer Seite zu sitzen, nicht an meiner, vielleicht an der Seite meiner Kollegen. Bewerben Sie sich jetzt bei ihretalkshow.com.